Hi Leute, bei dieser schönen Musik steigen wir doch direkt mal ein. Ich bin der Bruger und das hier ist der Crime Scene Cleaner. Ist jetzt neu rausgekommen. Ich bin auch neu rausgekommen, nämlich aus Spanien und bin wieder zurück in Deutschland und freue mich ganz toll, das mit euch mal anspielen zu dürfen, weil ich werde es nicht ganz spielen, sondern eben nur so ein bisschen, weil diese Spiele neigen dazu, dass sie ein bisschen repetitiv sind, wie ihr wisst. Aber ich denke mal so zum Einstieg und vielleicht für euch als Kaufempfehlung kann man sich das mal angucken. Wir starten neu und los geht's. Ich bin motiviert. Ich habe auch ein bisschen... Man sieht es jetzt nicht, ne? Zeig mal hier, guck mal. Seht ihr das? Seht ihr mein Handgelenk? Ich habe Farbe bekommen. Vorher war ich Mozzarella, jetzt bin ich Chorizo. So sieht's aus. President Studio Presents. So, viel Spaß mit dem Intro. Ich halte mal die Schnauzen. You can work hard through your whole life. But sometimes, even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. As it turns out, one short call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Mr. Kowalski, I fucked up. I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. Won't miss it. Money is inside. Fine. Son of a... Is that how you raised your son, Paul? So, ich hab die Kamera da unten, dann passt das besser. Ja, es hat voll eine richtige Geschichte, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht werde ich es ja noch ein bisschen länger spielen, je nachdem. Aber es kommt ja auch noch Black Myth Wukong raus, falls ihr das schon gehört habt. Und das will ich natürlich auch spielen. Versteht sich auf selbst. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag anzusehen. Quests. Du kannst alle aktiven Quests in der oberen linken Ecke des Bildschirms einsehen. Wenn du dich im Spiel verlierst, kannst du dort deine Ziele und deinen aktuellen Fortschritt nachsehen. Alles klar, ich habe Hände als Werkzeuge und das war's. Ja, ich hätte es jetzt viel lustiger gefunden, übrigens, wenn Bjarne Mädel das vertont hätte auf Deutsch. Das wäre mega gut gewesen. Ihr kennt ja bestimmt den Tatortreiniger. Wenn nicht, guckt es euch an. Gibt es bestimmt irgendwo in der Mediathek. So, sammle Tylers Zahlung, entsorge die Körper und finde einen Weg in Wohnung 23. Interaktion. Ja, das brauche ich jetzt nicht gucken. Das ist easy mit E. Guck mal, man sieht die Hände. Sehr gut. Habe ich auch ein Licht? Nee. Ort freigeschaltet, Wohnung. Also ich hoffe mal, dass es halt echt eine coole Story hat, weil dann würde ich es gerne weiterspielen. So ein bisschen zumindest. Oder ihr könnt immer schreiben, ob euch generell sowas reicht, so ein angezockt, weil ich glaube, es wird noch nett, aber jetzt auch nicht so bahnbrechend, dass man das Ganze durchspielen muss. Und ich habe noch so viele kurze Horrorspiele, die ich zeigen will. Richtig viele Spiele habe ich noch, ganz viele. Haben sich jetzt alle wieder angesammelt im Urlaub. Ach, guck mal hier. Lage. Nein. Upp. So, that's where you put it. So, und dann hier, da ist Wasser. Was steht denn hier? An den hirnlosen Idioten, der ihr lebt. Ich habe die Nase voll von dir. Voll von dieser Hippie-Musik jede einzelne Nacht. Von all deinen zwielichtigen Freunden, die an die Tür klopft und Dinge laut im Flur besprechen. Du machst mein Leben zur Hölle. Du Schwein. Händlerwohnung, Ort freigeschaltet. So, passt ja mit der Kamera, wenn ich hier unten hinpacke. So, wische das ganze Blut auf, werde den Müll los, Beweise sammeln und stell die Möbel wieder an ihren Platz. So, da ist Blut. Sehr gut. 23. Alter, eigentlich darf ich da jetzt nicht durchlaufen, ne? Bam. Okay. Wie mache ich das Blut jetzt weg ohne Werkzeuge? Alter. Ach ja. Blutflecken waschen. Das Reinigen von Flecken ist eine der häufigsten Reinigungsaktivitäten, die du durchführen musst. Um das Blut vollständig zu entfernen, musst du gründlich sein. Du kannst einen Wischmopp, Hochdruckreiniger oder Schwamm verwenden, um das Blut zu reinigen. Jedes Werkzeug hat seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel entfernt ein Schwamm effektiv schwierige Flecken auf rauen Materialien, hat jedoch einen kleineren Reinigungsbereich, während ein Hochdruckreiniger eine große Fläche reinigt, aber leicht Objekte beschädigen kann. Während ein Hochdruck... wähle die geeigneten Werkzeuge für die jeweiligen Situationen. Ah ja. Also auf dem Boden, den Hochdruckreiniger und sowas wie Bilder soll ich dann halt kleine Schwämme benutzen, ist schon klar.
So, das ist der Mob. Oh, direkt sieht alles blitzblank aus hier. Okay, machen wir mal. Wie viel sind noch? 2% habe ich erst. Eigentlich müsste ich ja noch mit Leiche arbeiten. Weil... Also... Oh, okay, jetzt ist alles schon blutig. Wie kann ich den denn jetzt sauber machen, hier den Mob? Weil der sieht schon ziemlich dreckig aus. Ach, hier. Wie kann ich das denn... Keep your teeth clean. Jetzt habe ich hier immer Blut an die Wand geschmiert. Okay, okay, okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wie gesagt, wenn das so blutig ist, dann sollte man vielleicht den irgendwie reinigen. Aber ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Kann ich da irgendwie Wasser, so einen Eimer drunter stellen? Objekte zerbrechen. Manchmal erscheint ein Faustsymbol, das darauf hinweist, dass noch etwas zerstört werden muss. Dann solltest du dich deinem Ziel nähern und einen heftigen Schlag vorbereiten. Es kann mehrere Schläge erfordern, um das Objekt vollständig zu zerstören. Wenn du eine Axt im Fertigkeitsbaum freischaltest, kannst du sie verwenden, um Objekte schneller zu zerstören. Okay. Warte. Underestimate Dad's Strength. Dad's Strength? Alter! Oh, fuck. No, I signed up for this. Alter, hier ist ganz schön was passiert. Was haben wir denn da? I need to talk to you. Can't we just do it over the phone? No, we can't. Stop sneaking around and drag your ass over here. Easy, bro. I am on my way. Das bin ich doch. I'm waiting. Rob. Now one of them is dead and the other one is screwed. Ach, ja, gehört, jetzt wäre ich das gerade. So, entsorge die Körper. Also irgendwo ist hier noch eine Leiche. Ach du Scheiße. Was? Drücke Tab. Oh hier, Eimer. Sie können Eimer mit... Ja. Und kontaminiertes Wasser zu ersetzen. So. Oh, sehr gut, sehr gut. So, wie mache ich das jetzt? Halten, sammle. Okay, warte. Das erste Mal sauber machen. Jetzt haben wir hier noch Schwämme, Mülleimer, Mops, Reinigungsmittel. Verbessert die Leistung des Mops. Okay. Hebe auf. So, wir stellen die jetzt mal irgendwo dahin. Oh, dann kann ich erstmal schön putzen hier. Aber ich habe doch Reinigungsmittel dann. Ah ja, verlangsamt die Geschwindigkeit, mit der das Wasser im Eimer verschmutzt, oder erhöht die Fähigkeit von Werkzeugen, schwierige Flecken zu reinigen. So. Ui. Okay. Also mir gefällt's schon mal. Irgendwie hat's was, ne? Irgendwie hat's was. Also ich werde es, wie gesagt, erstmal nur anspielen und ihr sagt mir einfach, wie es euch gefällt. Aber dann mach ich nochmal sauber hier. So. Was ist denn hier noch? Blut? Kann man das irgendwie einblenden oder so? Eieieiei. Jetzt mal alles rumschubsen. Alter. Oh, das ist sauber. Aufräumen des Zimmers. Gucken wir mal. Möbel können überall im Raum chaotisch verteilt sein. Um den Raum aufzuräumen, solltest du alle Möbelstücke an ihren vorgesehenen Platz bringen. Der Reinigersinn kann hilfreich sein, um zu sehen, wo alle Elemente hingehören, da die blauen Hologramme als Orientierung dient. An einem Tatort findest du manchmal unordentliche Möbel, die richtig ausgerichtet werden müssen. Um sie zu reparieren, musst du deine Hände ausgerüstet haben. Dann bewege deine Maus über ein kaputtes Element und halte die linke Taste, um sie in gewünschte Position zu bringen. Wenn die Möbel mit Blut befleckt sind, musst du sie vor der Anpassung reinigen. Achte darauf, dass keine Objekte im Zielbereich liegen. Du kannst halt auch nicht stehen, also pass auf, wo du stehst. So, wo ist denn? Warte mal. Können wir ganz kurz hier wiederbeleben? Okay. Einstellungen. Wir gucken mal bei der Tastatur. Codex, Werkzeugrad, Hände, Werkzeug auswählen. Wo ist denn der Reinigungssinn mit Q? Das ist wie beim, kennt ihr das, mit diesem... Oh, scheiße, jetzt habe ich selber wieder Flecken gemacht, hä? Wie heißt das nochmal, dieses... Auch wo man Sachen reinigen muss mit diesem Wasserdruck,
ne? Wasserdruck, Reiniger. Das spiele ich auch total gerne. Das ist richtig nett. Oh Gott, ich mache wieder Dreck. So, erstmal die Hände nehmen. Nehmen wir mit. Wenn das hier ab. Irgendwie ist die Musik so ein bisschen abgehackt, oder? Oh, komm, wir machen erstmal ein bisschen hier sauber. Der ist schon mal blitze sauber. Das Kissen auch. Oh, oh, shit. Geht aber schnell, du. Weil gut, ist halt auch Blut, ne? Blut wird... ist ja sehr dickflüssig. Auch sauber. War wieder dreckig. Eigentlich bräuchte man ja ganz andere Sachen, um die Wände hier zu reinigen, aber ich sag jetzt mal nichts, also. So, sauber wischen. Bett ist sauber. Ja, das Bett, das Bild. Oh Gott, das Bild muss ich bestimmt auch noch. Das Bett. Scheiße. Ich bin gerade verwirrt, ich sehe überall Blut. So. Muss auch jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen, so nach dem Urlaub, ne? Alles schön sauber, der Tisch ist sauber. Okay. Was ich gut finde, man kann die Taste gedrückt halten. Oh, das Wasser ist schon ganz saftig. Vielleicht muss man auch manchmal haushalten mit dem Wasser, wer weiß. Auf jeden Fall kann man gedrückt halten, aber wenn dann der Mob dreckig ist, dann hört man automatisch auf. Finde ich gut. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Meinst du? Eieiei. Okay, das ist jetzt schon ziemlich schmutzig. Dann nehme ich mal hier. Will ich das jetzt irgendwo ausgießen? Ah, alles klar. Schön. Ich liebe das. Wie gut das funktioniert alles. Geil. So, machen wir das mal. Nehme ich erstmal... Wo kommt der Tisch jetzt hin? Da. Perfekt. Wo kommt... Ja. Und da die Shisha hin. Ah ja. Oh nein, ich hab den Eimer umgekippt. Scheiße. Da kommt die Gitarre hin. Ich nehme nochmal den Eimer mit. So. Oh, mein Reiniger geht langsam leer. Ich hab noch eine bestimmte Menge, das ist gut zu wissen. Oh, scheiße! Was hab ich denn gemacht? Was denn? War nicht meine Schuld. So ein Dreck. Okay. So, warte. Da kommt der. Ich mache erstmal ein bisschen Platz. Räume erstmal die Kissen wieder. Die Polster. Nee, hier kommen die. Nee, nee. Die kommen bestimmt irgendwo da drüben hin. Nee, warte. Ah, Kinder, jetzt brauchen wir erstmal die hellen Polster. So. Zack. Soll er keiner was merken, wenn man nicht gerade mit Luminol hier rumläuft, dann sollte auch nichts passieren, ne? Muss auf jeden Fall so ein bisschen aufpassen. Oh, das Geld. $100 waren das, okay. That guy was clearly missing a screw. Overcoming aggression, how to deal with violent urges. Also wie wird man mit gewalttätigen Tendenzen, wie kommt man damit klar? Oh, mal hinhängen. Cleaning comes before fixing. Alles klar, wir müssen erst Sachen sauber machen, hat er ja schon gesagt, bevor wir sie wieder richtig an die Wand zum Beispiel bringen können, die Bilder. Okay, warte. Ich mach wieder Dreck. Ist das sauber? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch sauber. Also da sollte ich jetzt mit dem Mob natürlich nicht rangehen an die Bilder. Okay, was? Reinigungs... Ja, hab ich doch. Weiß ich doch. Puh. Erstmal den ganzen Boden hier. Ich kann aber leider nicht so oft aktivieren, den Reinigungssinn, merke ich gerade. Jetzt geht's wieder. Oh,
Oh, jetzt ist wieder schmutzig. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass das Wasser jetzt relativ schnell schmutzig wird. Man kann ja immer wieder Neues holen. So. Zack. No one was ever here. Oh oh. Perfekt. So. Das Kissen gab da. Schön mache ich das. Richtig schön. Wo ist jetzt das andere Kissen? Ach, hier. Oh, da ist noch Blut drauf. Wie gut er das einfach mal sieht, dass es schon richtig sauber ist. Oh, shit. Was mache ich damit? So, warte mal. Ich habe ja noch einen Mülleimer dabei, ne? Mülleimer. Ah, ja. Das ist irgendwie voll befriedigend, wenn man überlegt, dass man hier einfach mal nur Sachen bereinigt und Blut wegputzt. Wenn Hausputz auch so viel Spaß machen würde. Das ist die Leiche. Time for a bag swap. Abgabepunkt. Warte mal. Der Abgabepunkt ist der Ort, an dem du gefundene Leichen und Müllsäcke hinbringst. Ah gut, mehr muss ich nicht wissen. Alles gut. Entsorgen von Leichen. Sobald du eine Leiche gefunden hast, solltest du sie vom Tatort entfernt werden. Hebe sie auf und bringe sie zum Abgabepunkt und wirf sie hinein. Hier, sie sollte in einem Leichensack, sich in einen Leichensack verwandeln. Wenn du die Leiche aufhebst, siehst du den Abgabepunkt mit Marker, sodass du sie auf jeden Fall findest. Ah ja. Oh, ich glaube, das war's mit dem Müll. Werde den Müll los. So. Gehen wir den Müll mal runter. Oh, warte. Na. So. Wo kam ich jetzt her? Hier? Nein. Bin gerade verwirrt. Ach doch, ich bin hier rüber gesprungen, ne? Ja, ja, ja. Upsala. Sobald ich die Gegenstände zu schlagen, weiß ich doch. Wird wahrscheinlich nicht immer so einfach sein. So. Das ist jetzt gut? Ja! Ich hab's raus. So. Schauen wir jetzt noch die Leiche. Ja, also wir sind wohl nicht so wirklich... Ich habe erst gedacht, ganz ehrlich, ich dachte, es ist so ein Spiel, wo man für die Regierung arbeitet und muss Haus... Also so Häuser eigentlich auch sauber machen, so Tatorte reinigen. Aber so wie es aussieht, muss man das wohl nicht. That letter T is pretty incriminating. Was T? Wo ist hier ein T? Ach da. What? Damn, he's heavy. What now? I guess I put him in my trunk. Ja, nice. Kann ich springen? Oh, ich kann immer noch springen. Wow, der muss richtig starke Beinmuskeln haben, der Typ. Hebt euch mal so 80, 90, 100 oder mehr Kilo aber auf den Rücken und tragt ihr mal durch die Gegend. So ein Sack. So. Ich find's übrigens cool, man sieht es nicht, aber unten ist so eine Speicheranzeige mit einem Blutstropfen. Yes. Was? Sammle Teil aus Zahlung? Ja, noch nicht. Ich muss erstmal aufräumen hier, ne? Yep. Okay, da sind die Sachen eingeblendet, was ich noch machen muss. Da ist mein Wassereimer. Oh, was? Immer noch Blut. War ich selber. Upsi. Ja, oh, shit, da ist ja noch viel mehr. Wie kann man so viel Sauerei machen bei einem Mord, sag mal? Okay. 61%. Beweise sammeln. You should use a sponge. Warum das denn? Weil ich nichts kaputt machen will oder was? Oh, das ist schon ganz blutig.
So. Schön die Wasserbong noch. Außer Zebrateppich. Ich weiß nicht, ob es echt ist oder Imitat. Ist bestimmt nicht einfach zu reinigen. Okay. Ja, was hat er denn hier geschafft? Hat er dann auch noch ein bisschen mit dem Blut rumgemalt oder was? So, wo ist die Bong? Da. Zack, was ist das? He kicked the habit himself, but hasn't stopped pushing the product. Good grant me the serenity to accept the things I cannot change. Ah, okay, ja, das. And yet no fun was had. Pat, ich könnte heute Abend spät kommen, sorry. Also ich könnte heute Abend spät kommen, sorry. Warum? Hast du ein Date oder so? Nein, ich werde nur was Gras kaufen und Spaß haben. In Ordnung, bis morgen. Beweismittel einfach mal einsacken. Ich wette, es gibt später noch irgendwie Upgrades, dass man sich zum Beispiel die Werkzeuge verbessern kann. Und dann einfach mal länger wischen kann. Oder dass sie so schnell blutig werden. Wie es auch bei diesem... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Reinigungsspiel jetzt heißt, aber... Ich fand das super unterhaltsam. So. Zack, die Box stellen wir hin. So, 3 von 5 Beweise. Ein Möbel fehlt noch am Platz. Ja, das war's nicht. Aber erstmal großflächig hier sauber. Gleich ist der Mob wieder dreckig wahrscheinlich bei dem ganzen Blut. Oh ja. Ups. Ja, das Wasser ist auch dreckig. Wenn ich das jetzt verschütte, wäre ein bisschen kacke, ne? Aber vor allem ist das... Wie soll das sauber bleiben, sag mal? Der Eimer, der ist so voller Blut, den musst du ja komplett erstmal auswaschen danach eigentlich. So. Mop, mop. Im Endeffekt verteilt man das Blut wahrscheinlich dann nur, wenn er so dreckig ist. ...93% Blut. Oh, hier wird schwarz schrecklich. Nee. Natürlich sehe noch mehr Blut, oder? Ja, easy. Alles tropft sogar von der Decke. Willst du mich verarschen? What the hell happened up there? War jetzt erstmal ein Tritt hier. Aber es tropft nicht wieder alles voll hier, komischerweise. Was ist denn hier ein Tritt? Oh. At least he didn't screw me over. Das ist ganz schön viel Geld. Untersuche den Dachboden. Ja, lustigerweise tropft es nicht alles wieder voll hier. Okay. Guckt ihr denn da draußen? Ja, warte. Easy. So, wir haben alles an seinen Platz und da ist noch ein Beweismittel. Pennywise, 2 Schachteln Eis, die übliche Menge. Das sind wahrscheinlich hier die Drogen, die er vertickt. Miscatcher immer noch 5k. Okay, okay. Tyler owed him a lot of money. That's what their beef was about. Das Beef. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht damit machen, aber egal. So. Jetzt ehrlich gesagt kein Blut mehr. Gibt's denn hier eine Trittleiter? Gibt's hier sowas? Wie komme ich denn zum Dachboden jetzt rauf? Aha, aha. Kann ich vielleicht ganz abenteuerlich machen? Ist das Junk still operational? Voll gut. Das geht noch. Der Guide. Sehr gut. Da wäre ich jetzt reingekommen ohne Schlüssel zum Beispiel. Wake up America. Books wanted. Uiuiui. So, ich sehe jetzt kein Blut mehr, ehrlich gesagt.
vergiss es. Ort gesäubert. Yes, wir haben alles geschafft. Geil. So, nicht umkippen, sonst haben wir alles voller Soße. Ja, keine gute Idee. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal, wir lassen es mal stehen. So, untersuche den Dachboden, wie gesagt. Haben wir noch. Die Frage ist... Wie? Ah ja. Oh! The actual fuck. Seems like our guy had another hobby. Scheiße. I feel sorry for you, but if cops were to come sniffing around, I could get in trouble. Ja, da werden die nämlich ein bisschen mit Luminol rumsprühen und sehen, dass hier noch ganz, ganz viele andere Opfer sind. Mit Chlor übrigens kann man zwar nicht die Blutspur beseitigen, also man findet immer noch Blutspuren mit Luminol, das leuchtet dann. Aber es ist zumindest nicht mehr möglich, die DNA daraus zu nehmen. Man weiß also nicht, von wem das Blut ist. Einerseits natürlich wahrscheinlich eine gute Sache, um Spuren zu verschleiern. Andererseits werden sie da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr investigieren, wenn sie wissen oder nicht wissen, von wem das ist. Alter. Was ist los mit dir? Yesterday I was an ordinary janitor. Now I'm dragging a dead girl to my car. But I have other people to look out for. Okay. Ich finde seine Stimme ist echt passend. Also der hört sich richtig so knarzig, zynisch an. Finde ich voll gut. Hier gibt es noch mehr Beweismittel. Why do psychos love classical music so much? Klassische Musiksammlung. Oh. Oh. Alter. What the fuck? Toll, ich muss mal ein Eimerchen holen. Ich hab nur einen dabei anscheinend. Mein Lieblingseimer. Für Blut und andere Körperflüssigkeiten wahrscheinlich. Echt nicht? Oh doch, ich kann ihn sammeln, warte. Ah, sehr gut. Ich kann ihn doch wieder einsammeln. Ja, das Beweismittel, welche da lasse, ist schlecht. So, wo mache ich das? Auf der 6 ist das? Zack. So, die Leichen, wischt das Blut auf. Cool. Ich werde erstmal die Leiche hier noch los. Alter. Things change from really, really bad to absolutely horrible. Alter. That's very vintage. Just like me. Sehr vintage. Keine. Ne, ich habe wirklich keine Dingens. Keine Taschenlampe. She was just a student. Okay, weil, wenn wir von unserem Datum ausgehen, war die erst 22, das arme Ding. Ach du Scheiße. Hat er mit Blut gemalt? Bist du bescheuert, Alter? Ich habe noch vorhin spaßeshalber gesagt, der hat bestimmt mit Blut was gemalt und er hat es wirklich. So wie in Vampire the Masquerade. Kette, Bloodlines, die eine Quest. Die war richtig schwer, also der Kampf war richtig schwer, ne? So, hier. Was sammle mehrere. What a rotten luck. To end up having to cover up for a serial killer. Can't pick up anything with a full bag. Oh, ja, ja. So, ich muss den erstmal entsorgen hier. Alter. Ja, mal erstmal eine neue Tüte. Kranke Sau. Da malt er wirklich mit Blut von den armen Mädchen hier. So. So, das kommt auch noch mit. Aber alles. Entsorge den Müll und die blutigen Gemälde. Psycho. So, haben wir alles. Sammle. Fucking Psycho. Scheiße, ey, wie das hier aussieht. Aber kann ich hier vielleicht von hier oben in meinen Truck schmeißen? Alter, ich bin genial. Da kann ich bestimmt auch die Leiche runterwerfen, oder? Das sollte gehen.
als er ein bisschen assi ist. Yes, Müllsäcke entsorgt. Ich meine, ihr könnt es ja egal sein, auch wenn es nicht so ganz cool ist, jetzt mit der Leiche so umzugehen, aber... If I bail, the cops will find out what happened here, sooner or later. This might lead them to Tyler. Tyler will surely lead them to me. Achtung! Scheiße. What the hell? Okay, ich sollte runterlaufen. It's like I'm sneaking into somebody's dream. Geheimnis entdeckt. Rosen sind rot, genau wie mein Blut. Jetzt bin ich sauber und nüchtern, aber mein Vater ist immer noch ein Arschloch. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen oder auf sonst irgendjemanden. Niemand versteht mich, wie meine toten Mädchen. It's like some poet said. Man is the most soulful predator on earth. 700, okay. Nehme ich mit. Was? Epitaph of a good friend. Neuer Story-Gegenstand. Mach das mal aus hier. This is not the way. Artist, self-love is inescapable. Sekte Paterno. Ha! Oh, das ist Geld. Okay. Habe ich oben auch nochmal auf dem Tisch liegen sehen. Klopapier schlagen. Ja, nee, mache ich nicht. Es gibt Dinge, also ich habe auch meine Grenzen, ja. Es gibt Dinge, die mache ich einfach nicht. Was? Big facts about space. Ah. Oh. Ja. Ja, warum nicht? Ich hole mal ganz kurz die Leiche noch. Und bring die mal in den Wagen, weil die soll da jetzt nicht so rumliegen, wenn die irgendjemand... Bei einem ist ja auch keine Sau, ne? Kein Schwein ist hier. Aber ich finde das Spiel mega. Also es ist halt sehr makaber. Ja, absolut. Oh Gott, ihr Kopf ist total verdreht. Killed you? Yeah. He'll be in that body bag right next to yours. Sorry. Schon mies. Die werden wahrscheinlich niemals eine richtige Beerdigung kriegen. Ist das hier? Oh, kann ich aufheben? Kann ich hier aufwerfen? Verschwindet einfach. Okay. Wird ja auch noch was. Jetzt habe ich schon gelesen, ne? Moron, bla bla bla. Oh, Schubladen kann man auch noch öffnen. Interessant. Ist das eine Peitsche? Oder Springseil? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. So, oh. Thief Simulator, hä? Huh? Oh, den habe ich auch gerne gespielt. Auch wenn es halt echt sehr einseitig wurde, ganz schnell. Authorized Personal Only, okay. At this point, might as well sell some drugs on the side. Oder selber nehmen. Das geht auch. Das Zigarettenstangen? Okay. Verrückt. Ja, also wenn schon, mache ich das jetzt richtig, ne? Oh. So, hier ist wie gesagt auch so ein Briefchen gewesen. Was auch immer das ist. Ach, Gras soll das sein. Ist doch keine 100 Dollar wert, erzähl mir das nicht. Warum sind da Gartenwerkzeuge in der Schublade voller Blätter? Ein Kartenspiel? Muss man nicht verstehen, ne? Oh, ein bisschen Gras. Ja, nee, muss nicht. Okay. Ich glaube, wir haben ja soweit alles. Komm, das ist... Jetzt wird's spitzfindig, wenn ich weiter absuche. Aber wir machen jetzt noch sauber, natürlich. So, wunderschön. Alles soll glänzen. Rot glänzen. Die Musik passt natürlich herrlich dazu, übrigens. Man sagt ja auch, klassische Musik ist, geistige Nahrung für Soziopathen, ne? Oder Psychopathen. Ah,
Wunderschön. Da macht's doch Spaß, Eingeweide und Blut zu entfernen hier. So, mal gucken. Oh, da ist wieder ganz viel. Hab nicht gedacht, dass es noch so viel noch ist. Aber gut, dass wir da so einen Blick für haben, offensichtlich. Ja, okay. Sauber. Was haben wir denn hier? My stomach's already in knots. Seile und Knoten. Okay. Mach mal aus. Mach ein bisschen Ruhe bei meiner Arbeit, ja? Ist doch noch gar nicht fertig, das Gras hier. Oh! Alter. Ob das cool ist, wenn ich das mache? Ist mir eigentlich auch relativ egal. So, Vorsicht, Vorsicht, nicht den Eimer verschütten. I should use a sponge. Warum? Ist doch eine große Fläche, was willst du denn? Wischen, wischen, 63. Oh, der wird schon blutig. Da kommt immer so ein schöner kreisrunder Fleck, den wir auswischen. Eieiei. Das geht jetzt aber schnell. Guck mal. 91, 92. Wie weiß ich, was das für ein Power-Schwamm ist, wenn man damit einfach so das ganze Blut wegkriegt. Einmal drüber wischen. 94. 98, komm. 99. Alles sauber. Sehr gut. So, und... Husch! Oh nein. Jetzt brauchen wir noch die Beweise. Zwei Beweise gibt es hier noch. Der Werkzeugkasten ist nichts. Der Schraubenschlüssel wird es auch nicht sein. Beweise für Schmeiße. Wo sind die denn? Oh, oh. Alter, du kranke Sau. I should never have gotten involved with this. Looks like Rob was a real freak. Wir haben alles! Wie kann ich denn aber meine Quest... Ah, hier. So, Schlüssel der Wohnung. 23, 23... Ich habe zweimal Schlüssel. $3.450 gestohlen. So, Tyler geriet in Schwierigkeiten mit einem Dealer namens Rob. Ihr Gespräch endete in einem Kampf, in dem Tyler keine andere Wahl hatte, als Rob in Notwehr zu töten. Drei Opfer, größere Standort, ist schon relativ groß, und Missionsbezahlung $5.000. Wenn ihr mich fragt, ist es bei weitem nicht das, was es wert ist, das wir hier machen. Aber egal. Wir haben $8.450 insgesamt erwirtschaftet. Und das ist schon mal fein. Damit kann ich leben. Die anderen jetzt nicht so, aber... Gibt's hier denn kein Gras mehr? Guck mal, das ist Dünger wahrscheinlich, ja. Living Fertilizer. Living Organic Fertilizer. Okay, Entschuldigung. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe hier noch die Beta. Also falls... Oh, Entschuldigung. Ich habe doch ein bisschen mehr Geld. Falls es hier Fehlerchen gibt, ich denke mal, die sind mittlerweile ausgebügelt. Hoffe ich. Keine Garantie, aber bisher habe ich nichts entdeckt, was mich jetzt stört. Außer das Flackern jetzt mal ganz kurz. Ganz ehrlich, Leute. Was soll das? Ist ja gar nichts. So. Aber ich glaube, wir haben fertig. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Vor allem das Secret war cool, finde ich. Sehr, sehr cool. Guck mal, ist doch blitzeblank. Da wird man nicht erkennen, dass jetzt hier irgendjemand war, ne? So gar nicht. Schön noch die Tür zu machen. Jawohl. Ja, die Zahnpasta doch schlagen, mache ich aber nicht. Auch nichts. Haben wir alles durchsucht. Hier gibt es gar keine Tür. Fantastisch. So, alles sauber. Eviction Notice. Anscheinend nicht so die schönste Gegend hier, aber ich fand die Wohnung jetzt sehr geil. Naja. Was soll's. So, wir gehen dann mal. Und ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Ja, wie gesagt, Kommentare könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr es findet. Wollt ihr mehr sehen? Wollen sie mehr sehen? Want to see more? So, Täuschung. Was haben wir denn? Okay. Blut. 100%. Müll.
100% Möbel. 100% Täusch und Gut. Beweise alle. Perfekte Punktzahl. 3 Leichen. Alter, ich bin so gut. Der geborene Tatortreiniger. Und Beweisevernichter. Geldeinnahmen. Mal 100. Okay, was? Oh nein. Ich hab das Bargeld nicht und die Drogen nicht alle gefunden. 9.350. Was fehlt dir doch an Bargeld? Ganze Liste anzeigen. Alter, okay, es hat noch... Nee, warte mal. Das ist eine Fortschrittsleiste? Ich verstehe das nicht so ganz. Also Drogen. Ich glaube, das sind einfach die Gegenstände, die wir gesammelt haben. Und das ist halt so die Wertigkeit. Aber warum haben die Farben bekommen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich. Ist auch egal. 9.350 Dollar. Und Geheimnisse haben wir auch noch. Alter, 6 Fertigkeitenpunkte. Okay, wir haben eine Musik vergessen, als wir auch... Ein Geheimnis nur. Wir haben da ein Geheimnis gefunden von 3. Krass, ich hätte mich mal besser umsehen müssen. Aber gut. Das erste Mal jetzt, ohne zu wissen, was hier überhaupt los ist, bin ich zufrieden. Bitte dein Handy und keine Aufgaben an diesem Ort. C öffnet den Fertigkeitsbaum. What the fuck? Erhöht die Dauer des Sinns um 1 Sekunde, reduziert die Abklingzeit, die Abkühlzeit, Entschuldigung. Ozonisator schwächt im Laufe der Zeit die in der Nähe befindlichen Flecken ab, was sie leichter zu reinigen macht. Gesprächiger elektrischer Spürhund. Handliche Axt, Partner in der Zerstörung. Vorsichtige Schritte. Oh, nachdem man auf einen Fleck getreten ist, lässt man weniger Fußabdrücke. Eine kleine Leiter, um schwer erreichbare Stellen zu erreichen. Und man hinterlässt gar keine Fußabdrücke. Wenn man das skillt, Flecken schwächen sich 25% schneller mit der Zeit. Aber hier, Reiniger sehen, hebt auch wertvolle Gegenstände hervor. Ui, das nehme ich doch mal. So, ich mache die Abklingzeit weg. Oh, ich muss mich entscheiden, das ist doof. Und dann machen wir das. So, erhöht die Dauer um 1 Sekunde oder die Abklingzeit nochmal. Und Sie können die Reinigung sind ohne Einschränkung verwenden. Okay, Wasser. Ja, speichern wir mal. So, Wasser. Einmal fast 25% mehr Wasser und ermöglicht es Ihnen, das Werkzeug öfter zu reinigen, bevor es schmutzig wird. 2 Reinigungsmittel in den Eimer kann ich geben. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Eimer tragen. Noch einen zusätzlichen Eimer. Das ist eigentlich Quatsch, weil ich muss mich ja immer entscheiden für einen Skill. Warum? Wenn es beides mal dasselbe ist. Naja. Erhöhte Eimerkapazität. Der Eimer passt 25% mehr Wasser. Auch hier. Und das ist eigentlich uninteressant. Muss ich halt ein bisschen öfter laufen, mein Gott. Reinigungsmittel. Was? Kraftreinigungsmittel. Dass die Waschfläche um 30% erhöht. Und hier... verlangsamt die Rate, mit der Werkzeuge verschmutzt werden. Und hier, Anzahl von Reinigungsmitteln wird erhöht und hier unendlich. Ja, ist halt alles nett, aber braucht man jetzt nicht, würde ich sagen. Das Wichtigste ist das hier, dass man Sachen findet. Können wir noch die Axt, oder? Und weniger Fußabdrücke. Immer weniger Fußabdrücke. So, brauche ich gar keine mehr. Ich habe mich jetzt einfach mal so entschieden, das zu nehmen. Ist egal, weil jetzt hier noch was Gutes dabei ist, dann ist das halt so, nehme ich das später. So. Werkzeuge, was haben wir? Die UV-Lampe ist neu. Sie können eine zusätzliche UV-Lampe tragen. Lampe, die in alle Lichtrichtungen ausstrahlt und noch eine zusätzliche Lampe. Und hier, oh, es gibt auch eine Taschenlampe. Eine aufladbare Taschenlampe, die Sie am Körper tragen und Sie können eine zusätzliche Lampe tragen. Und hier, unendliche Taschenlampe. Muss nicht mehr aufgeladen werden. Dann aber noch Müll. Müllbeutel, Kapazität erhöht. Die Anzahl wird erhöht. Oh. Anzahl kombinierter Müllsäcke. Aha. Erhöht die Kapazität von Müllbeuteln und erhöht die Reichweite der Müllerkennung. Ja, es ist halt, wie gesagt, alles... Es macht es einem leichter, aber es ist nicht essentiell, finde ich jetzt. So wie Sachen entdecken, finde ich wichtiger, dass man nichts verpasst. So, Waschstation erhöht die Tragekapazität. Die haben wir auch noch nicht. Die Waschstation, Tragekapazität mit Hochdruckreiniger, Kapazität. Und ich kann ihn auf dem Rücken tragen am Ende. Die Düse erhöht die Reinigungsabdeckung, erhöht die Reinigungsfähigkeit... Für schwierige Flecken. Auch hier nochmal dasselbe. Erhöht alle Statistiken um 35%, einschließlich Wasserverbrauch. Dann hier nochmal Stärke. Und hier erhöht alle Statistiken um 35%. Reinigung. Schwamm. Besser reinigen. Schwamm voll Schmutz langsamer. Erhöht alle Statistiken. Reinigungsgeschwindigkeit von Wischmops im Schwemmen wird erhöht. Ja, ist auch wieder dasselbe. Und der Mob. Stärke der Reinigung und beschmutzt langsamer. Ist halt, wie gesagt, alles einfach nur Bequemlichkeit. Brauchen wir nicht. So, Leute, da würde ich mal sagen, wir gucken nochmal ganz kurz hier ein bisschen rum, aber für den Part war es dann soweit.
Der Fertigkeitsbaum ist der Fortschritt des Fortschrittssystems Charakters, ganz genau. Aha, Foto mit Paul. Der Paul. Ja moin, der Paul. So, finde dein Handy. Oh, ich habe ein Hündchen. Dexter, what are you doing up, boy? Oh, Dexter, natürlich wartet er auf dich. Du bist sein bester Freund und sein Herrchen und sein... Ja, alles einfach für einen Hund. Ist mein Handy. Mr. Kowalski, sorry to bother, but I have some good news and some bad news. Bad news first, Rob's boss, Big Jim, found out what we did. And he's the scariest guy I know. But, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So, yeah, good luck. Geil! This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Das ist insane. Geh ins Bett. Nein, ich guck mir erstmal den Zettel, Alter. Der ist auch so ein Papierwirtschaftsmensch wie ich. Ganz schlimm. Sehr geehrter Herr Kowalski, ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie wohl. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen ein Update über den Gesundheitszustand Ihrer Tochter Elena nach ihren kürzlichen medizinischen Untersuchungen zu geben. Elena hat eine umfassende Reihe von Tests durchlaufen und die Ergebnisse zeigen, dass ihr Zustand sofortige und kontinuierliche medizinische Betreuung erfordert. Natürlich brauchen wir einen Grund, das alles zu tun. Um ihre Genesung zu fördern, ist es entscheidend, dass sie einem erweiterten Behandlungsprogramm einer spezialisierten Einrichtung sich unter diesem unterzieht. Dieses Programm wird sowohl langfristig als auch intensiv sein, um sicherzustellen... Und da klingelt Sekunde. So, wo waren wir? Dieses Programm wird sowohl langfristig als auch intensiv sein, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Versorgung erhält. Ich muss jedoch darauf hinweisen, dass diese Behandlung aufgrund der fortschrittlichen medizinischen Verfahren und des längeren Aufenthalts in der Gesundheitseinrichtung kostspielig sein wird. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hugo Stevens. Ja, wie gesagt, man braucht ja immer einen Grund, warum man solche Sachen macht, die eigentlich wahrscheinlich nicht so wirklich cool sind. Auch für die Gesundheit. Oh ja, aber eigentlich eine schöne große Bude soweit, ne? Kowalskis Wohnung. Zu Hause. Ihr Zuhause ist ihre Festung. Es ist der Ort, an dem sie sich immer nach einer, nachdem sie immer nach einer Mission zurückkehren und von dem sie zur nächsten aufbrechen. Sie leben hier mit ihrer Tochter Elena und ihrem Hund Dexter. Wo ist denn die Tochter? Also die ist wahrscheinlich im Krankenhaus. Der Computer im Keller dient als ihr Kommandozentrum, wo sie neue Missionen starten können. Die Garage ist der Ort, von dem aus sie zu Missionen aufbrechen. Denken Sie daran, dass Sie, um das Haus zu verlassen, zuerst eine Mission am Computer im Keller annehmen müssen. Ah ja. Dad's Cave. Ah, okay. Wie alt ist denn die Tochter, würde mich mal interessieren. Das Bad. Das ist ihr Zimmer. Oh, die ist noch ganz klein. Elena ist die Tochter von Herrn Kowalski. Sie leidet an einer schweren Krankheit und benötigt sehr teure Behandlung. Ja, ey, ganz ehrlich, dann kann man das voll nachempfinden, warum der das macht. Würde ich genauso. Ich glaube, ich würde auch Sachen tun für meine Tochter, die wahrscheinlich nicht so cool sind. Oh, Foto von Helen. Die tot? Die Frau? Möchtest du den Tag beenden und die Geschichte fortsetzen? Ja, bitte. Ja. Mikos Spa und Wellness. 14. Mai 2042. No worries, pals. He's too dumb to suspect a thing. Loving familiar. Just don't chicken out at the last moment, gentlemen. I mean, yeah. Just shove it down his throat. Got it in the bag, guys. Big Jim? More like a big pussy. Tod den Verrätern. Was ist da los, Alter? Ich glaube, ich habe meine nächste Mission gerade. Alter. Wie war ich das denn mit dem Pool, bitte? Der Schwamm ist geil. Okay, finde dein Handy. Ja. Hey, immerhin putzt er die Wohnung richtig gut. My name is Jim. Big Jim. Ah ja. The dead guy in your trunk, Rob, used to push the product for me. He had this greedy hobby and I was looking to cut ties anyway, so no sweat. But I have to say, I'm impressed by what she did in his apartment.
That shit'll never look better. So, here's the deal. You either stop cleaning for me or I'll have someone else wiping your blood off my shoes. Sounds fair? Easy. Going from underpaid janitor to working for the biggest crime boss in the city? Talk about overnight success. How are you doing, Dexter? Did you know Daddy started a criminal career? Ich feier's. Ich find's super, Leute. Ich will's auf jeden Fall weiterspielen. Also, wenn ich dann privat, ne, wenn ich, oh, das ist meine Sammlung. Sehr gut, sehr gut. Kann ich die Mission replayen und nochmal hingehen und mir Beweise einsammeln? Ich weiß ja nicht. Oh, meines Probleme. Ach, von Elena. Hallo, Papa. Wie alt ist sie denn? Wenn sie schreiben kann, ist sie bestimmt schon so 8, 9, 10, 11. Aber das Zimmer sah sehr kindlich. Na gut, man weiß nicht. Hallo Papa, ich weiß, dass du viel arbeitest, aber ich wollte dir erzählen, wie es mir geht. Es ist immer noch seltsam, ohne dich zu leben, aber ich gewöhne mich langsam an diesen Ort. Wir haben normale Unterrichtsstunden. Es gibt hier andere Kinder in meinem Alter und einige von ihnen sind wirklich nett. Ich denke, sie wollen sogar Freunde sein. Es ist wohl nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ich vermisse dich sehr. Ja, ich hoffe, ich kann dich bald wiedersehen. Sag Dexter von mir Hallo. Ich hab dich lieb. Oh. Kreditantrag abgelehnt. Oh Mann, Herr Kowalski, Ihr Kreditantrag wurde abgelehnt. Leider qualifizieren Sie sich mit Ihrer derzeitigen Gehalt als Hausmeister für keines unserer Angebote. Alles Gute wünscht Ihnen Leon, der Kreditmeister. Halt die Fresse, Leon. Hasse dich. Wellness-Probleme. Die Arbeit, die du bei Rob gemacht hast, war lobenswert. Ich habe eine Testaufgabe für dich und später einen echten Job. Denk daran, für mich zu arbeiten bedeutet hohe Bezahlung, aber ich verlange Loyalität. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Nimm alle Vorräte, die du brauchst und geh zu Mikes Wellness Center. Übrigens, Mike ist mein Cousin. Wenn du dich beweist, werde ich dich großzügig belohnen. Opferzahl 5. Größe des Standorts ist nicht so, aber Missionsbezahlung sind 7500 Dollar. Blutprobe. Okay. Ich bin echt gespannt. Oh Mann, das ist eigentlich ein richtig schönes Haus, ne? Also so ein kleines Hütchen, aber mehr brauchst du ja auch nicht. Und der arme Kerl tut alles dafür, um seiner Tochter die Heilung zu ermöglichen. Wie gesagt, das kann jeder nachvollziehen, der ein Kind hat oder halt auch nicht. Oder nur ein Haustier oder was, ne? Jeder, der jemanden liebt und möchte, dass die Person überlebt, ihre Krankheit. Wie dem auch sei, Leute, das war's für den Part. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn's so ist. Und schreibt mir was Nettes in die Comments. Ich werde jetzt nur ganz kurz die Leute vorlesen, die mich supporten jeden Monat als Kanalmitglieder. Und wenn ihr das auch tun möchtet, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Der Sommer ist ein bisschen kacke, was Monetarisierung angeht. Und ja, auch auf Steady könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich danke euch sehr, ich bin der Bruger. Tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Amy in the Shadows, Ami 1407, Bex King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Cindy H, Commander Game, Ikilo, Erasion Korane, Flup Flop, Green Tiger B, Haruki Playing, Johnny, Julie Korn, Kirito Gaming, Leon der Meddler, Luigi, Master Exploder 5000, MyKid Chan, Metal Dragona X, Natascha Breyer, Nini Ping, Opa Geil, Padapong, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Rufus Platus, Saalfelder essen Katzen OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Sternchen Amy, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.